Kannst du dich daran erinnern, wo du am 11. September gewesen bist und was du gemacht hast? Und wie sieht es bei dem Unglück von Tschernobyl, dem Berliner Mauerfall und der aktuellen Corona-Pandemie aus? Ich bin Caroline Rosenau und gemeinsam mit meinem Team arbeiten wir an einem Dokumentarfilm, der sich mit den globalen Einschnitten in unserer Zeitachse sowie der Wahrnehmung und Prägung in unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Hi, ich bin Nico Gerschbacher, Co-Produzent und Creative Producer von An diesem einen Tag. Wie unterschiedlich normal sein kann und ob wir überhaupt etwas am Lauf der Geschichte verändern können, schauen wir doch einfach mal rein. Wir demontieren uns gerade so. Irgendwas schlägt gerade zurück. Unser sattes Leben, das wir hatten, ist alles im Überfluss. Man hat alles, man kriegt alles. Es sitzt immer irgendwie so diese Gefahr doch im Nacken, weil keiner wirklich weiß, was ist das? Und was kommt noch? Wir lieben Routinen, wir mögen wenig Veränderung und wenn es möglich ist, kommt man sehr schnell natürlich wieder in die alte Spur. Wir finden alle wieder unseren Trott und vielleicht wird es eher noch ein bisschen schlimmer, weil doch wieder die, die Geld haben, sich irgendwo wieder irgendwas noch eine Absicherung geschaffen haben. Vielleicht führt es noch zu noch mehr Unruhe und noch mehr Spaltungen. Das wäre sogar noch wünschenswert, dass es noch extremer wird, dass es irgendwann mal so, also dass der Umgang miteinander irgendwann so kaputt ist, dass nichts anderes übrig bleibt, wie in eine andere Richtung zu galoppieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nichts gefühlt. Und sind die Tränen runtergelaufen? Man sieht nur die Türme. Das Bild, wie da einer aus dem Fenster gesprungen ist. Das war so furchtbar. Vorher hieß es ja, es kann keinen Super-GAU geben. Dann gab es aber einen. Dann wird einem das bewusst, was überhaupt Tschernobyl bedeutet. Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, euch dieses Brandenburger Tor zu geben. Und das war ein Moment, den ich auch nicht vergessen werde in meinem Leben. Die Bürger können was erreichen. Einmal den Fernseher anmachen und schon kommen die neuesten Corona-News. Reiserische Aufmacher. Das sollte anders kreativ gelöst werden. Wir sind absolut abgehärtet. Es ist nur noch eine Frage der Stückzahl von Toten. Die Geschwindigkeit, mit denen Informationen natürlich inzwischen gelesen werden, ist immens hoch. Wir stumpfen vielleicht ab. Das wird schon langsam immer normaler irgendwie. Und vielleicht werden deswegen auch diese Taten immer grausamer, immer größer. Jetzt ist erstmal alles schwarz, habe ich das Gefühl. Es entsteht immer dann, wenn Konflikte da sind und existenzielle Krisen auftreten. Dann entsteht auch eigentlich immer auch das Beste und Schönste. Es gehört zusammen. Das ist eine Chance, die kriegen wir nie wieder. Unser Film hat schon einen langen Weg hinter sich und steht kurz vor der Fertigstellung. Wir haben trotz Corona weitergedreht. Und zwar sicher weitergedreht. Aber für die letzten Schritte brauchen wir eure Unterstützung. Wer noch dieses Projekt gefällt, unterstützt uns jetzt mit einem finanziellen Beitrag. Als Gegenleistung könnt ihr euch für eines unserer Dankeschöns entscheiden oder ihr spendet uns einen freien Betrag. Die Spaltung der Gesellschaft, der Klimawandel, die Globalisierung sowie die Frage nach unserem Umgang mit den Medien stehen nicht nur vor der Tür. Sie sitzen schon längst mit uns auf der Wohnzimmercouch. Wir sind nämlich schon mittendrin. Wir müssen uns nur entscheiden, was und wohin wir überhaupt wollen. Wir sagen Danke und freuen uns, mit eurer Hilfe den Film fertigzustellen.